Frau Malmström, die Handelskommissarin, sagt, dass sie grundsätzlich nichts gegen Zölle hat, wie auch die EU erfindet sie ja auch, dass sie sich nur nicht gegen europäische Firmen richten, dass sie darauf abhebt, dass man genau wie Kanada und Mexiko Europa ausnimmt von diesen Zöllen. Und darum bat sie Herrn Trump als allererstes. Sie schütteln den Kopf. Ja, doch, ja, hat sie. Genau. Ja, richtig. Und davon halte ich auch überhaupt nichts. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass Europa jetzt versucht, ein Sonderabkommen mit Amerika zu machen, um von diesen Zöllen ausgenommen zu werden, während man sich tatenlos zusieht, wie Länder, in denen es sehr viel mehr Armut gibt, in den Schwellenländern, von diesen Zöllen getroffen werden. Das fände ich falsch. Das ist ein kurzfristiger Egoismus. Wir müssen vielmehr versuchen, mit den Schwellenländern endlich eine Initiative zu starten, zu einem Handelssystem zu kommen, das offene Märkte kombiniert mit stärkeren sozialen, ökologischen und demokratischen Regeln. Das ist die Handelsordnung, die die Mehrheit der Menschen will. Offene Märkte ja, aber gleichzeitig starke Ordnungsrahmen, so wie das die soziale Marktwirtschaft eigentlich mal vorgesehen hat. Und das ist etwas anderes, als zu versuchen, jetzt sein Schäfchen gegenüber den USA mit einem bilateralen Vertrag ins Trockene zu bringen.